Und damit willkommen zurück zu Evoland 2. Wir sind hier in einem Jump'n'Run-Adventure. Oh, und ich kann damit sogar schießen. Und ich kann Leitern klettern. Ach! Und wir hüpfen hier rüber. Ah, ich kann hier nichts weiter machen, schade. So. Oh, Save Point. Das ist gut. Das ist sehr gut. Bin ich nur gerade am Überlegen. Wo muss ich lang? Da komme ich nicht lang. Da komme ich runter. Da sind Schlüssel. Blooper! So. So. Bam. Hier hüpfen wir rüber, aber da kommen wir nicht hoch. So, hier haben wir Luft. Na komm, und hoch da. Wunderbar. Level up. Oh, aber ja, das sind alles hier Minen, so wie ich das sehe. Und der hat sich eben gerade aufgegangen. Wie meine jetzt die Truhe auf? Ah, mit X. Ein Stern. So. Oh, Metroid lässt grüßen. Oh, verdammt. So. Wir holen uns das erst und dann holen wir uns die Münze. Und das holen wir uns auch noch. Oh, verdammt, die kann ich gar nicht besiegen. Na gut, dann gehen wir halt den normalen Weg. Ich dachte, ich könnte sie jedenfalls von unten rum besiegen, aber nein, ich kann sie gar nicht besiegen. Oh, verdammt, wo kann ich jetzt hier lang? So. Und jetzt hier unten lang. Genau. Ah, nee, mit A war es doch. So, das ist doch wunderbar. Und hier geht es dann so ganz normal hoch. Aber die Frage ist jetzt wirklich, was erwartet mich jetzt hier? So. Wow. Wow, das war echt knapp. Das sind Minen, die muss ich ausweichen. Wow, erstmal Luft schnappen. Was zum Teufel? Ja, Level up.
Ui, das war echt knapp. So. Hui. Und hier hoch. Was sind denn das hier für Wege? Oh, verdammt, ey. Mega Man des Grüßen oder was, ey? Hier mit den ganzen Stacheln im Wasser. Wow. Nein! Ich hab's nicht getroffen. Was haben wir jetzt? Den Schlüssel zur Kanalisation. Das Aroma einer toten Ratte geht von hier aus. Moment. Das kannst du ja wohl vergessen. So, jetzt muss ich hier lang und dann komme ich da oben runter. Da komme ich gar nicht lang. Aber hier bekommt man schon EP. Ah, verdammt. Ach, Mist. Fallen alle da runter. Schön, die Münzen einsammeln hier. Danke. Nee, sag bloß, ich darf die Gitter hochklettern. Wie geil ist das denn? Oh, das habe ich nicht geschafft. Das wäre böse ins Auge gegangen. Aber wenn da oben nicht ein Geheimgang ist. Nein, ist da nicht, weil da komme ich gar nicht hoch. Hui. Da will ich aber durch. So. Was haben wir hier? Hier haben wir nix. Auch kein Geheimgang oder so, ne? Nein. Okay. So, wie komme ich denn da hoch? So. So komme ich da hoch. Rote Pampe, glaubt ihr, sie lebt? So. Level up, yes! Das ist nicht sehr gewollt. So. Nein. Boah, das war knapp. Ich dachte halt, dass ich da irgendwie dagegen springe. Na komm. So. Immer schön die Erfahrungspunkte einsammeln. Oh nein. So, jetzt warten wir, bis das wieder da ist. Und dann darf ich da rüber. So.
Nein, da muss ich sogar so runterfallen. Ah. Na komm. So. Yes. Nein. Oh, ich bin falsch gelaufen. Ah, fortfahren. Ha! Das war jetzt richtig. Ein äußerst seltenes Erz, aus dem mächtigen Ausrüstung gefertigt werden kann. Orikon-Erz. Boah, und das ist kurz vor dem nächsten Checkpoint. Zum Glück bin ich da nochmal runtergefallen. Was haben wir hier? Den nächsten Schlüssel. So. Voll runtergefallen, genau. Yes! Oh Leute, wir kriegen ja Level ab hoch 10, ey. Und noch ein Stern. Eine grüne Pampe. So. Das ist ein blödes Ding. Da komme ich da raus. Ah. Ich würde gerne da oben lang. Cool. Oh, da ist schon wieder ein Schlüssel. Endlich frische Luft. Hm, ich kann sogar Kuchen riechen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass ich kaum etwas gegessen habe, seit wir zu diesem Spaziergang aufgebrochen sind. Dieser Duft nach Gebäck lässt mir den Magen knurren. Truplay, seid ihr etwa nicht hungrig? Wunderbar, dann lasst uns einen Gasthof suchen. Ich könnte ein ganzes Schwein verspeisen. Auch mir wäre nach einer kleinen Rast zumute. Aber wir verhalten uns besser unauffällig. Die Stadttore sind wegen des Krieges geschlossen. Wir bedürfen eines Plans, um uns aus dieser misslichen Lage zu befreien. Ein Gasthof wäre gewiss der richtige Ort, um Informationen zu sammeln. Mit jeder vergehenden Stunde schwebt mein Volk in größerer Gefahr. Das wäre also entschieden. Wir gehen essen. Der Körper verlangt nach Stärkung für den Kampf. Könnt ihr nicht einfach sagen, ihr habt Hunger, Menos? Ich habe Hunger. Seht ihr, es geht doch. Ihr müsst euch eure Gefühle nur eingestehen. Und schon lebt es sich leichter. Wenn wir dieses Abenteuer überstehen wollen, müssen wir aufrichtig zueinander sein. Stimmt's, Truplay? Auf geht's. Ich habe Hunger. Super, Morio. Lass uns unsere Kräfte sammeln und nach Informationen suchen. Voll unauffällig, wir gehen hier erstmal in ein Haus rein. Ich weiß, wir haben wenig Geld, aber meine Mami arbeitet hart, damit sie es sich leisten kann, mich zu den Kämpfen im Kolosseum mitzunehmen. Meine Mami ist total cool. Wer ist euer Lieblingskämpfer? Ich habe solche Angst vor Menos, dem Exterminator. Manchmal habe ich sogar Albträume von ihm. Aber sag das ja nicht meiner Mami, ja? Dann würde sie mich nie mehr ins Kolosseum mitnehmen. Mein Kleiner liebt das Kolosseum über alles. Ich wünschte nur, er würde sich mehr für die praktischen Dinge im Leben interessieren. Wie Hausarbeit, Kochen und seinen Lebensunterhalt zum Beispiel.
Aber das wird er noch früh genug lernen, wenn er erwachsen ist. Vorerst sollen ihm seine Träume vergönnt bleiben. Oh, hier darf ich nichts kaputt machen. Schade. Das sieht mir aus nach einem Gasthaus. Meine Mama und mein Papa sind steinreich. Ich bin also etwas wie eine Prinzessin, richtig? Zum Geburtstag wünsche ich mir ein Pony. Und 5 neue Puppen. Weil ich zu heulen anfange, geben sie mir sowieso immer, was ich will. Oh, so welche Kinder liebe ich ja. Ein paar Socken, die unglaublich ranzig stinken. Igittigit. Ich hasse meine Familie. Diese Snobs haben bloß durch ihre Geschäfte den Aufstieg in der Gesellschaft geschafft. Sie nutzen die Leute aus und schlagen Profit aus den Früchten ihrer harten Arbeit. Wenn ich erwachsen bin, werde ich revolutionär. Vielleicht mache ich auch erstmal eine Weltreise. Ich habe mich noch nicht entschieden. Also wirklich, Maria. Ich habe euch doch schon 100 Mal gesagt, dass ihr rosa und blaue Laken nicht so kombinieren könnt. Armes Mädchen, von ästhetischen Empfinden keine Spur. Wie ärgerlich. Was um alles in der Welt macht ihr denn den ganzen Tag außer Hausarbeit? Lernt lieber etwas dazu. Versucht euch in der Kunst weiterzubilden. Allerdings bezweifle ich, dass ihr für so etwas empfänglich seid. Die Chefin hat sehr hohe Ansprüche, was Farbzusammenstellung angeht. Ich gebe zu, ich weiß nicht genau, was sie will. Ob das daran liegt, dass ich nichts von Kunst verstehe? Ein Satz Bolzen, Schrauben und Schraubenmuttern. Mit Bauanleitung für Ikea-Möbel. Wer würde so etwas aufbauen? Hunderte von Plastikspielzeugteilen. Was soll man damit? Mehr als eine Spielkonsole braucht doch kein Mensch. Ja, stimmt. Mehr als die Switch braucht man nicht. Eine hübsche Kollektion von Bademänteln aus verschiedenen Luxushotels. Manchmal frage ich mich, ob der Reichtum nicht sogar eine Bürde ist. Jedenfalls bringt er so manche Sorgen mit sich. Würde ich die gleiche Entscheidung treffen, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte? Oh, einige Fehler würde ich gewiss vermeiden. Dann wäre ich zweifelsohne noch reicher. Also wirklich, junger Mann. Ihr wagt es, so mit mir zu reden? Unverschämtheit. Vergesst nicht, dass ich einmal das Vermögen meiner Eltern erben werde. Und deswegen verschwende ich nicht meine Zeit darauf, mich mit niederen Volk wie euch zu unterhalten. Oh, Anmut für die anderen. So wird man reich. Von Morstan Ganley. Wie bitte? Geld ausgeben für Superreiche. Leicht gemacht. Von Billy G. Er muss es ja wissen. Ja. So, hier ist das Inn. Ihr möchtet schlafen gehen? Von euch verlange ich nur 50 Gold pro Nacht. Wie hört sich das an? Dann lasst es halt bleiben. Hä? Hä? Hallo? Was? Ich kann es nicht auswählen. Warum? Wie es weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich. Sag bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trout rein. Tschüss.